Man, wir haben ja in der Orgelkunst sozusagen mit jedem Instrument eine eigene Persönlichkeit. Es gibt eigentlich keine, naja, es gibt schon ähnliche Instrumente, also ich meine jetzt ähnlich im Sinne von, wie die Klangdisposition aufgebaut ist, welche Register man zur Verfügung hat. Silbermann hat ja schon beispielsweise sehr schematisch seine Orgeln gebaut und ja auch eine Firma begründet und er hatte verschiedene Orgeltypen und um auch schnell produzieren zu können, gab es einfach einen kleineren Typus, einen mittelgroßen Typus und die waren dann in der Disposition einfach sehr ähnlich. Aber trotzdem ist es so, dass jede Orgel im eigenen Raum einfach ihre eigene Klanglichkeit hat und aber auch eben ihre eigenen Register. Und wir wissen leider gar nicht so viel, wie man registriert hat. Es gibt einfach einige generelle Angaben von Orgelbauern oder auch von Lehrwerken, wo man so ein bisschen allgemein darüber spricht, wie man am besten die Register mischt, also welche Klangfarben man zusammenstellt für welche Art von Musik. Und in einigen wenigen Fällen geben die Komponisten selbst Auskunft. Also Bach macht das nur in ganz wenigen Stücken, dass er ein paar grobe Angaben gibt, wie man das registrieren soll, aber in der Regel nicht. Und eben von Georg Friedrich Kaufmann, auch ein Komponist aus der regionalen Umgebung, hat hier eine Sammlung, die harmonische Seelenlust, mit einer Reihe von Choralvorspielen herausgegeben und hat exakt seine Registrierangaben, seine Vorstellungen, wie das klingen soll, meistens mit zwei, drei Varianten, in die Werke gedruckt. Und was man natürlich jetzt gut machen kann, ist, dass man jetzt hier, wo wir die originalen Klangfarben haben, diese Stücke spielt und anfängt zu verstehen, wie war der Zeitgeschmack für ein trauriges Stück, ein langsames Stück in Moll, was vielleicht kontrapunktisch ist und oft auch in einer tiefen Lage. Das habe ich gerade ausprobiert, das war das alte Jahr vergangen ist, das Choralvorspiel. Und er verlangt da einen 16-Fuß-Quinterdener, eine 8-Fuß-Spitzflöte und eine 4-Fuß-Flöte. Eine sehr dunkle Klangfarbe und trotzdem sehr hell und sehr nasale Register. Das mit einer tiefen Lage im Tonsatz, da hätte man eigentlich spontan vielleicht gar keinen 16-Fuß gezogen, um das noch durchhörbar zu machen. Aber da man auch im 16-Fuß-Bereich haben wir hier zwei Varianten, eine Quinterdener und eine Art Gedakt. Also ein eher runderes, flötiges Register und ein obertonreiches Register. Und jetzt das Obertonreiche ermöglicht natürlich trotzdem die Durchhörbarkeit, aber es gibt diesen dunklen Charakter. Und ich finde jetzt gerade heute, wenn man wieder neu ist an dem Instrument, ich meine, ich war schon hier, aber trotzdem wieder ein paar Monate vergangen, um wieder sich die Ohren wieder frei zu machen, einfach ein bisschen diese originalen Angaben nachzuvollziehen und wieder in diese Klangwelt einzutauchen. Und da ist natürlich unter anderem Kaufmann, es gibt noch zwei, drei andere Komponisten, wo wir auch originale Angaben finden, aber keiner, würde ich mal sagen, ist regional so nah zu Bachs Orgeln und zu Bachs Musik wie eben Kaufmann. Und gucke ich halt, welche Stücke in der Klavierübung vielleicht ähnlich von der Satzart sind oder vom Affekt, vom Charakter und versuche diese Registrierangaben, natürlich jetzt gar nicht slawisch, aber so mal, um einen historischen Ausgangspunkt zu nehmen.